Hallo ihr Süßen. So, jetzt kommt mein Geburtsbericht. Ich habe gedacht, ich drehe den jetzt ganz schnell ab und ja, ich fange auch direkt an. Erstmal Dankeschön, dass ihr mir wieder zuschaut. Kann ich mal sprechen? Ja, dann fange ich mal an. Wie war denn das? Nach einigem Hin und Her und vielen Besprechungen mit Ärzten und so weiter ist es dann leider so gekommen, dass ich nicht in meinem Wunschkrankenhaus entbinden konnte, sondern musste halt in dieses Krankenhaus. Nehmt mich nicht böse, ich sehe ein bisschen zerzaust aus, aber Krankenhaus, Gut, ich bin am 5. hierher, um 8 Uhr sollte ich da sein und ja, dann hab ich um 9, ja, um 9 habe ich ein CTG bekommen für eine halbe Stunde, war alles in Ordnung, um 9:30 wurde ich untersucht, Muttermund 1 cm, war ich aber noch ganz hinten. Und dann habe ich mein Gel bekommen. Das ist in so einer Spritze. Das wird vor den Muttermund gelegt. Und ja, das war soweit schmerzfrei, muss ich sagen. Alle haben immer gesagt, das tut weh, aber es hat noch ein bisschen gebrannt. Ja. Dann musste ich eine Stunde liegen mit CTG. Und dann durfte ich aufstehen und mich weiter bewegen. Ja, dann habe ich mein Zimmer kennengelernt, meine Zimmernachbarin, die am nächsten Tag dann ja auch gegangen ist. Ja, dann sind wir gelaufen und dann bin ich um 14 Uhr wieder ans CTG, wieder eine halbe Stunde, 14.30 Uhr, dasselbe Spiel wie das Gel, diesmal 2 Milligramm. Ja. Und das war's dann erstmal, genau, eine Stunde liegen, wieder mit CTG und dann am Abend um 5:30, 5:30, 5:30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um 8:30 habe ich dann nochmal eine Tube Gel bekommen, genau, und dann musste ich halt wieder liegen und ja, wieder CTG. Und da habe ich dann gemerkt, so langsam tut sich was und hat dann auch langsam angefangen, Wehen zu bekommen. Das war der 5. Genau, und am nächsten Morgen bin ich dann wieder zum CTG. Die Nacht war in Ordnung. Da wurde dann, genau, meine Bettnachbarin wurde am nächsten Tag entlassen. Genau, und ja, am nächsten Morgen habe ich wieder CTG bekommen und um 11:30, glaube ich, nee, es war 9:30 oder so, ich weiß nicht genau, habe ich wieder Gel bekommen, wieder 2 Milligramm, wieder Stunde liegen, wieder CTG. Da bin ich dann aufgestanden und habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie drückt das. Also es hat so nach unten gedrückt, richtig unangenehm. Und dann bin ich wieder zurück in den Kreißsaal und habe gefragt, ob das so in Ordnung ist, ob das normal ist. Und dann meinten sie, ja, das kann sein, wegen dem Kopf, dass der jetzt langsam ins Becken, dass der Bezug zum Becken aufnimmt. Und dass ich mir keine Gedanken machen soll. Und beim nächsten CTG, später um, ich glaube, 11:30, genau, war es dann so, da haben sie mich untersucht und haben sie gesagt, das Köpfchen ist schon ganz tief runtergerutscht. Aber der Muttermund ist noch zu weit hinten. 2 cm, aber zu weit hinten. Also, was habe ich gemacht? Ich bin gelaufen. Und dann gegen Mittag wieder eine Tube Gel bekommen, wieder 2 Milligramm. Ja, und dann, ja, sind wir so umhergelaufen. Das werdet ihr aber noch sehen, wir haben das so ein bisschen gefilmt. So ein Geburtsvideo mehr oder weniger. Und ja, am Abend
habe ich dann kein G mehr bekommen. Nee, habe ich dann nur noch ein bisschen CG bekommen. Und ja, wir haben dann gegessen und ja, war ich alleine auf dem Zimmer. Und ja, dann den nächsten, also in der Nacht, da habe ich dann die Gänge unsicher gemacht. Ich hatte dann Wehen gehabt und war dann auch wieder im Kreissaal. Und dann meinte die Hebamme so, entweder kriegen sie heute Nacht noch ihr Kind oder morgen definitiv. Es bringt jetzt aber nichts, wenn sie die ganze Zeit hier rumwehen im Kreissaal und es tut sich nichts. Und sie müssen sich entspannen, dann kommt die Geburt von ganz alleine, weil wenn der Körper sich nicht entspannt, dann fängt gar nichts an. Und da hat sie mir so ein Lavendeltuch gegeben, es war so ein einfaches Taschentuch in Lavendelöl getränkt und das habe ich dann neben meinem Kopfkissen gelegt und das sollte entspannen und ja, sollte man halt gut schlafen können. Und genau, das war 3:15, wo ich wach geworden bin, bis 5 und dann wurde ich 8 Uhr wieder aus dem Bett geschmissen. Ja, somit hatte ich nicht so arg viel Ruhe und davor, die 2 Tage davor nur gelaufen und ja, am nächsten Tag morgens zur Untersuchung, da war der Muttermund dann schon vorne und das Köpfchen auch halt schon sehr tief und da habe ich morgens nochmal einmal Gel bekommen, 2 Milligramm. Und dann ging es so den Tag über richtig los. Also ich hatte dann schon richtig üble Wehen, die ich dann schon veratmen musste. Dann war ich mittags wieder beim CTG. Und dann kam eine Schwester und meinte so. So, ja da. Dann kam eine Schwester und meinte dann, ich solle doch bitte mit einer Hebamme reden. Und ich so, seltsam, weil ich komme ja gerade vom CTG. Nee, eine Hebamme möchte sie sprechen. Ja, dann sind wir langsam zum Zimmer. Und dann kam eine Hebamme auf mich zu und meinte, ja, Frau, Sie müssen jetzt in ein anderes Zimmer. Das fand ich nicht so toll. Und dann fragte ich, warum. Und meinte sie, ja, das Zimmer brauchen wir jetzt für eine andere Patientin. Und ja, da mussten wir Zimmer räumen. Ich schon in Todesschmerzen habe ich dann mein Zimmer geräumt, beziehungsweise mein Freund hat das Zimmer geräumt, weil ich nicht in der Lage dazu war, irgendwas zu machen. War schon recht genervt, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Ich denke mal, ihr kennt das, wenn ihr selber schon mal Schmerzen hattet oder so, dann seid ihr da auch nicht unbedingt begeistert, wenn ihr irgendwas machen müsst. Ja, dann bin ich auf das andere Zimmer und da waren auch schon Eltern gewesen, die ihr Kind schon hatten, mit großem Geschwisterkind. Und ja, dann ist ja klar, dass man sich da nicht so gehen lassen kann und nicht so rumjammern kann, wie eigentlich, wenn man normal irgendwo alleine ist oder so, weil man will ja auch die Kinder da nicht unbedingt verschüchtern. Und ich denke mal, ich weiß nicht, also die Leute hier in der Gegend sind sowieso etwas seltsam. Also ich habe das halt, wir haben das halt schon mitbekommen, wo wir durch die Gänge gelaufen sind, dass sie halt schon geguckt haben, so, oh mein Gott, was ist denn das und muss das denn jetzt hier sein? Und naja, gut. So sind wir aber nicht lange auf dem Zimmer geblieben, sondern ich hätte eigentlich schon 5, glaube ich, 17 Uhr, glaube ich, hätte ich schon zum CTG gemusst, aber ich habe auf Deutsch gesagt, mir gedacht, leck mich am Arsch, ich will mich jetzt endlich ausruhen, ich bin nur noch am Rumlaufen, ich werde von einem zum anderen geschickt und ich kriege hier keine Ruhe, ich muss ein bisschen entspannen. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen gemacht und dann bin ich erstmal zum Abendessen gegangen. Ich habe da schon gedacht, ich sterbe. Also mein Freund hat mich noch zum Buffet gebracht und dann saß ich da, ich so, ob du jetzt überhaupt was essen kannst, ist unklar. Da habe ich mir so 2 Brote genommen und Käse und naja, die erste Hälfte vom Brot habe ich geschafft. Dann habe ich den Mist hingeschmissen, also wirklich, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt kann ich nicht mehr. Und dann wollten wir eigentlich noch ein bisschen laufen, aber ja gut, das haben wir dann sogar noch 1/2 Stunde gemacht, glaube ich. Und dann sind wir zum CDG in den Kreissaal, genau. Und da war dann auch schon was drauf, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, das war bei der letzten Geburt schon so,
Das CTG schlägt bei mir nicht an. Seltsam. Ja, es zeigt keine Wehen. Wenn ich wirklich große und starke Wehen habe, dann ging der Togo-Wert hoch auf 30 und das war's. Ja, und der Kleine hat schon so gedrückt und gedrückt und erzähle ich euch nachher noch eine ganz eklige Geschichte dazu. Ja, ich durfte dann im Kreißsaal bleiben. Wir haben uns noch beraten und haben gesagt, willst du jetzt noch mal heimfahren oder was machen wir denn jetzt? Und meinst du, der kommt heute? Dann haben wir die Hebamme gefragt und die so, der kommt heute definitiv. Und dann sind wir umgezogen in den großen Kreißsaal und ja, da ging es dann so langsam los. Was heißt langsam? Irgendwie haben die Wehen mich dann doch überrollt auf einmal. Ich wusste dann gar nicht mehr so richtig, wohin mit mir und ja, war sehr anstrengend. Also ich habe dann eine PDA bekommen. Es war lustig. Der Muttermund war 3 cm genau. Köpfchen schon tief und die Hebamme fragte, nee, mein Freund fragte wegen Schmerzmittel, was man denn jetzt da machen kann und sowas. Und die Hebamme meinte, ja, Sie dürfen eine PDA haben, wollen Sie das denn? Ich natürlich gedacht, ha, ich habe das so lange geschafft, ich pack das weiter, ich brauche keine PDA. Dann merke ich so, shit, wehe am Anrollen. Ganz schnell überlegt, ich mag doch eine PDA haben. Sie so, okay, das habe ich mir schon gedacht. Und ruft dann an und ach, die Anästhesistin, die war ja so süß, also wirklich, die war so Zucker, die kam dann und ich schon in meinen Todesschmerzen da gelegen und schon angefangen zu heulen und ach, es war echt schlimm, also war nicht schön. Und ja, hat dann geguckt, wo sie den Katheter legen kann, hat alles ganz lieb erklärt und ja, hat dann die PDA gelegt. Die saß auch in der ersten halben Stunde ganz gut. Ich habe auch Wehenhämmer bekommen. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf Droge. Ich hatte auf einmal keine Schmerzen mehr. Und ja, war wirklich halt so am Zittern wegen der Wechselwirkung. Weil erst so Wehenhämmer und PDA, aber gleichzeitig dann auch... Nee, Quatsch, der Wehentropf kam später. Genau. Ja, und da war ich dann erstmal entspannt und... fand die alle ganz toll, wie sie da um mich rumgewuselt sind. Und ich habe so gedacht, dann macht immer euren Scheiß. Ich penne jetzt erstmal. Und auf einmal fing das wieder an. Nach einer guten halben Stunde. Ich so, ouch, das tut aber jetzt wieder weh. Und die Hebamme so, ja, und sie kriegen jetzt auch noch einen Wehentropfen. Und ich so, klasse, super. Und die Wehen wurden stark. Die Wehen wurden richtig stark. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich kam nicht mehr raus. Also... wenn mal 5 Sekunden oder 10 Sekunden zwischen den Wehen waren, war das viel. Ich hatte keine richtige Pause und ich habe alles zusammengeschrien, dass ich jetzt einen Kaiserschnitt haben will und habe meinen Freund zusammengeschrien, er soll doch jetzt endlich den Leuten sagen, dass ich einen Kaiserschnitt haben möchte. Und die Hebamme war schon etwas genervt von mir, weil ich mich echt ein bisschen luschig angestellt habe anscheinend. Und ja, ich habe das mit dem Atmen nicht mehr richtig auf die Reihe gekriegt. Also es war echt Horror. Aber naja gut, bei jenem ist das anders. Dann meinte die Hebamme so, gut, Sie kriegen jetzt noch eine PDA. Und da habe ich gesagt, das drückt aber schon so. Und oh, was soll ich denn jetzt machen? Und du meinst, ah, das ist die Fruchtblase, die ist ganz prall und die sitzt davor und der Kopf drückt da drauf. Und deswegen haben sie da so ein Druckgefühl. Und ich so, ja, toll, ne? Und meinte mein Freund, ja, die müsste eigentlich gesprengt werden. Dann meinst du, das geht nicht. Der Muttermund ist jetzt erst auf 8 bis 9 cm oder sowas. Und den können wir jetzt noch nicht springen, weil wenn der Muttermund jetzt nicht weiter aufgeht, dann haben wir ein Problem, dann die Wehen kommen drauf und drauf und drauf und sie können sich gar nicht mehr entspannen. Weil wenn ich jetzt das aufmache, die Fruchtblase, dann kommen sie richtig stark und richtig doll und richtig häufig. Naja, und dann meinst du so, die wird schon alleine springen. Mein Freund so, Tendenz niedrig, weil immer mussten die aufgemacht werden. Ja, und ich will erst mal warten, hat die Hebamme gesagt, ich will erst mal warten, bis die Anästhesistin kommt. Und die haben dann den Katheter nochmal neu gelegt. Und auf einmal wurde mein Popo warm und ich so, mein Popo wird warm, ist das normal? Aber ich habe eh schon mitgekriegt in meinem Schmerz und in meinem Schmerzmittelwahn, weil das hat man dann doch irgendwie schon gemerkt. Also Schmerzmittel habe ich nicht mehr gemerkt. Also ich habe mein Kind eigentlich fast
ohne PDA bekommen, die halbe Stunde, die das war. Das war es halt, die, wo die PDA mal gewirkt hat. Weil, wo die den neuen Katheter gelegt haben, bis die PDA gewirkt hat, da war mein Sohn dann schon da. Ja, und die ist dann noch ganz lange da geblieben. Und jetzt kommt das Eklige an der Geschichte. Ich enthalte euch ja nichts vor. Ich hatte auf einmal einen richtigen Pressdrang. Also ich hatte richtige Presswehen, Leute. Also es war echt die Hölle. Und auf einmal merke ich so einen Knack. Und auf einmal ganz viel Wasser zwischen meinen Beinen überall. Und ich ja noch ganz cool. Ich so, guck meinen Freund so, und ich so, ich glaube, meine Fruchtblase ist jetzt gesprungen. Also ganz cool. Dann kommt die Hebamme und ich so, meine Fruchtblase ist gesprungen. Sie so, ach, da wollen wir doch mal nachgucken. Es war so genial. Sie hebt die Decke hoch und alles voller Kacke. Ja, ohne Scheiß, alles voller Scheiße, weil ich habe keinen Einlauf bekommen. Weil das ist ja ein Krankenhaus, die machen das ja alles ganz natürlich. Und ja, sowas kann passieren, Leute. Das sind unschöne Geschichten, aber... Es wäre ratsam, davor einen Einlauf zu machen. Ganz genau. Weil sowas gehört zu einer Geburt dazu. Leute, wenn ihr noch kein Kind habt oder sowas, jetzt wisst ihr, dass sowas passieren kann. Also ich beschönige da nichts. Und es war verdammt viel. Oh mein Gott, war das viel. Und es kam immer mehr. Und es waren dann 3 Presswehen. Ne? 3 Presswehen, genau. Und die Hebamme so, nicht mehr pressen, nicht mehr pressen. Und der Arzt wird auch noch mit dabei sein. Ich muss jetzt erstmal den Arzt anrufen. Und versuchen sie das wegzuhecheln. Ne? Und ich habe schon die Lücke im System entdeckt vorher, weil ich habe die ganze Zeit so geatmet, so durch die Nase ein, durch den Mund aus und die ganze Zeit so und habe bei dem Husten schon die ganze Zeit so ein bisschen gedrückt und wahrscheinlich ist das deswegen, ging das dann deswegen auch ein bisschen schneller. Und naja, diesen Trick hat dann meine Hebamme wohl mitbekommen und meinte so, versuchen Sie mal zu hecheln. Und ich dann so, aber konnte dann irgendwie das nicht mehr richtig, weil mein Körper von sich aus das schon so runtergedrückt hat irgendwie. Ich konnte nicht dagegen, so, also, weiß ich nicht, ich wollte dann auch nicht mehr. Und ich dann so, und habe dann richtig so gedrückt und im Endeffekt wusste ich, ich darf es nicht, aber ich konnte auch nichts dagegen machen. Tut mir leid, ging nicht. Und sie so, nein, sie pressen das Kind ein, dann dauert es noch länger. Und ich habe so gedacht, wenn du irgendwann echt genervt bist und hast nur noch Schmerzen, denkst du dir, halt doch einfach deine blöde Fresse, lass mich einfach machen. Naja, ich habe gar nicht richtig hingehört. So. Und ich glaube, mein Freund war eh die beste Hebamme. Also er hat immer gesagt, pressen, nicht pressen, atmen, nicht atmen. Und ja, das war ganz ich toll. Atmen, wenn ich nicht atmen gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich jetzt tot. Ja, nicht atmen hat er nicht gesagt, aber atmen und sowas und keine Ahnung. Ich habe eh nur die Hälfte mitbekommen. Ja, und dann kam der Arzt. Nein, sie hat den Arzt angerufen und meinte so, ja, wir haben jetzt hier eine Entbindung. Kommst du jetzt langsamer? Steh langsam, also er war am Pennen. Stehst du langsam auf, nicht, dass du wieder ins Bett zurückfällst. Ich habe das so mitbekommen. Ich habe mir so gedacht, würde ich mich jetzt verarschen? Die sagt ihm, Arzt, dass er langsam machen soll, das Kind ist gleich da. Und ja, dann kam der Arzt dann rein und riecht und sieht die Schitte zwischen meinen Beinen und guckt so und geht ein Stück zurück wieder und denkt sich so, oh mein Gott. Und kommt wieder vor, setzt sich so hin. War ganz, der war echt cool. Und sagt so, ja, drücken Sie jetzt mal. Und pressen sie jetzt mal. Und ich habe dann die erste Presswehe, wo ich dann aktiv mitpressen durfte, habe ich dann so verhalten, weil ich hatte echt Angst. Ich habe so viel gelesen darüber, dass man irgendwie so... Vor der ersten Presswehe wurde alles sauber gemacht. Genau, es wurde alles sauber gemacht, keine Angst. Es kam zwar immer wieder was mit, aber ich wurde immer wieder sauber gemacht. Und ich habe so viel gelesen, dass man den Darm mit rauspressen kann sozusagen. Und da hatte ich ein bisschen Angst und die Hebamme meinte dann so, die Presswehe war wohl noch nicht stark genug. Und dann meinte ich, nein, ich habe Angst. Ja, und dann meinte sie, ja, da dürfen Sie keine Angst haben und pressen Sie mal gegen den Schmerz. Und wenn du schon im Kopf Schmerz hörst, das löst bei dir schon automatisch Schmerzen aus, weil das unterbewusst, dann, ja, wenn jemand von dir von Schmerz erzählt und du hast Schmerzen, dann ist klar, dass du da irgendwie blockierst im Kopf. Und deswegen habe ich darauf überhaupt nicht mehr gehört.
Und sie aber immer wieder schön pressen sie gegen den Schmerz. Und ich habe dann gedacht, boah, Kampfsau, ne? Und habe dann richtig angefangen. Und nach der zweiten Presswehe habe ich gedacht, mich zerreißt es. Es war schrecklich. Es hat auf einmal so gebrannt. Und es war alles so gespannt, weil nach der zweiten Wehe, nach der zweiten Presswehe war der Kopf draußen. Mein Freund fragt dann noch, wie viel kann man denn sehen? Und sie zeigt ungefähr so. Das war nach der ersten Presswehe. So viel könnte man schon sehen vom Kopf, also wenn ich aktiv mitpressen würde. Jo, und dann nach der zweiten Wehe war der Kopf draußen. Und dann nach der dritten Wehe war die Hälfte der Schulter, also war die erste Schulter draußen und die zweite hatte sie so verhakt. Und irgendwie während der dritten Presswehe hatte die Schulter sich so verhakt im Geburtskanal. Und auf einmal macht das so klack und die Schulter war einfach nur geboren. Aber ich habe gedacht, Mist, jetzt bist du von hinten bis vorne aufgerissen. Jetzt haben sie es geschafft. Klasse, super, saugeil. Und dabei war es auch wirklich nur die Schulter, die so rausgeflutscht ist. Und der Rest kam dann, ja, einfach so mit. Und ja, also da kam wirklich so rausgeflutscht. Wie so, ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt doch diese Bobfahrer, ne? Die so da runterfahren in diesem Wintersport. Guckt ihr das am Fernsehen? Ich gucke es nicht, also so müsst ihr euch das vorstellen. Das geht so. Und ja, das war jetzt ein blöder Vergleich, also, aber. Ja, oder eine Wasserrutsche, genau. Ihr seid bestimmt alle schon mal auf einer Wasserrutsche gewesen und so kam er dann halt rausgeflutscht. Und ja, gut, dann war er da. Und ja, ich hatte. Ja, hatte eine verdammt lange Nabelschnur. Ich weiß nicht, wie lang. Ich habe die Meter ich habe keine Ahnung, wie viel Zentimeter. Aber auf jeden Fall Nabelschnur hat er um den Hals gehabt und die Beine drum gewickelt. Und er hat ja schon den Bauch mit der Nabelschnur so rumgeknatscht. Und ja, dann war er da. Und ich habe gedacht, leckt mich alle am Arsch. Wirklich so. Also ich hatte noch so Schmerzen. Ich hatte Nachwehen dann auf einmal so krass und mein Hintern hat wehgetan. Ich habe echt gedacht, er wäre mir durch den Hintern gekommen oder so, weil das so wehgetan hat. Es hat, oh, das war schrecklich. Das hatte ich noch bei keinem Kind gehabt, dass es so wehgetan hat untenrum. Und ich bin nicht gerissen, nicht geschnitten, was bei einem Kopfumfang, Entschuldigung, von 37,5 ja schon echt viel ist. Also nur eine kleine Schürfwunde und ja, das war's. Ich bin halt gut. Dein Scherz. Ja, aber das fand ich echt spannend, dass es wirklich dass ich so mit blauen Augen davon gekommen bin. Also weil bei 37,5, das ist schon eine Menge eigentlich. Also haben die anderen auch gesagt. Er ist übrigens das schwerste Kind und größte Kind auf der Station. Jetzt hat er zwar schon was abgenommen wieder. Ich fütter jetzt auch zu, weil er so einen Hunger hat. Aber egal, dazu kommen wir später. Ja, wie ging es denn dann weiter? Dann war er da. Dann habe ich ihn ganz kurz auf den Bauch bekommen. Und ein bisschen Käseschmiere hat er noch an sich dran gehabt. Aber im ersten Moment konnte ich mich nicht mit dem Kind auseinandersetzen, weil ich so mit meinen Schmerzen noch zu tun hatte. Mein Freund guckt immer zu mir rüber, Schatz, alles klar, alles klar. Ich so, Nee, ich habe Schmerzen und kann ich jetzt was gegen die Schmerzen haben? Und die zwei, also die Hebamme und mein Freund haben die dann sauber gemacht und gewaschen, also was heißt gewaschen, die müssen halt so abgetupft und sowas und fertig gemacht und hatten keine Klamotten für den Kleinen, weil alles zu klein war für ihn, weil der hatte ja eine Größe von 54 Zentimeter, ne? Ja, 54 Zentimeter. Wo die Hebamme sich 100% nicht vermessen hat, weil er ist größer. Ja, also mein Freund meint, dass die Hebamme sich bestimmt ein bisschen vermessen hat, dass er vielleicht auch ein bisschen größer war. Ja, in die 56er Sachen passt er gerade so rein. Also. Also in die 56er passt er gerade so rein. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, deswegen wiederhole ich das. Jo, und dann durfte ich ihn stillen nach einer ganzen Zeit. Also ich habe mich selber gewundert, boah, wie lange hält der Schmerz an. Und klar, ich habe mich gefreut, dass er da war.
Also, aber das sagt einem halt keiner vorher, ne? Ich mach's jetzt einfach. Es ist nicht immer direkt so, dass wenn das Kind da ist, dass ihr voller Euphorie seid und denkt, oh mein Gott, ja, mein Kind ist da. Natürlich denkt ihr das dann im Nachhinein, also die meisten von euch. Vielleicht ist es ja auch bei vielen so, dass sie dann sagen, oh, mein Kind ist endlich da. Das hatte ich auch schon, aber diesmal war es so, dass ich mir gedacht habe, endlich ist er draußen, ich hab's hinter mir. Und dann kam ja noch die Nachgeburt und wo die Nachgeburt dann draußen war, dann ging es mir sichtlich besser dann auch. Und dann durfte ich ihn dann stillen und dann kamen die Nachwehen. Oh mein Gott, das hat richtig wehgetan nochmal. Und ja, dann durfte ich so ein bisschen mit ihm kuscheln, aber ich habe ihn gar nicht, ich bin als wieder eingeschlafen, weil ich so erschöpft war. Und ich habe ihn gar nicht richtig angucken können. Ich habe immer nur mal so kleinen Blick riskiert und so richtig angeschaut habe ich ihn dann, wo wir im Zimmer waren. Ja, und da ging es mir dann nicht richtig gut, weil da bin ich dann, wollte ich auf Toilette und da bin ich dann irgendwie fast kollabiert, weil mein Kreislauf einfach im Popo war. Das war halt die ganze Anstrengung vorher und die Geburt. Ich kam zu keiner Pause, ich hatte fast keine Wehenpause gehabt, ist klar. Und das ist mir dann zweimal passiert, wo dann die Schwestern echt mithelfen mussten, mein Freund mithelfen musste, weil ich mit meinem Kreislauf gar nicht mehr klar kam. Am nächsten Morgen wollte ich dann nochmal auf Toilette und da bin ich dann auch schon um. Ja, genau, während der zweiten PDA, die sie mir gelegt hatten, bin ich fast ohnmächtig geworden, bin so zusammengesackt. Und ja, das war alles etwas, ja, extravaganter wahrscheinlich. Ja, dann waren wir auf dem Zimmer, dann haben wir uns ein bisschen ausgeruht und gestern konnte ich gar nicht aufstehen, weil halt im Kreislauf, wie gesagt, und weil ich zu viel Schmerzen hatte. Und ja, ich bin froh, dass wir hier das Elternzimmer haben, dass mein Freund mit dabei sein kann, weil ich konnte mich gar nicht um ihn kümmern, um den Kleinen. Ich kam gar nicht mehr klar, ich hatte Schmerzen, ich hatte, ja, weil ich ja auch so einen Blasenkatheter gelegt bekommen habe, zweimal, und das irgendwie schief gegangen ist, hatte ich da noch Probleme mit gehabt, da hatte ich so Schmerzen. Und ja, jetzt macht mein Beckenboden Stress irgendwie, keine Ahnung, das gehört auch dazu, Leute, ne, dass ihr da Probleme vielleicht bekommen werdet. Okay, bei mir ist jetzt das vierte Kind, aber das kann schon passieren, dass ihr dann Probleme habt, vielleicht auch Urin zu halten oder sowas. Also bei mir ist das jetzt aktuell der Fall und das ist richtig scheiße. Das heißt, von Kind zu Kind wird schlimmer. Ja, das stimmt. Das heißt auch, dass es von Kind zu Kind schlimmer wird. Und bei mir ist es halt aktuell richtig schlimm. Also ich fühle mich, als würde mir jede Minute neu eine Fruchtblase springen. Und das ist echt eine eklige Angelegenheit. Und ja, jetzt sind wir am Gucken, was wir da machen können. Gehört alles dazu. Nicht nur die schöne Sache Kind kriegen, sondern auch die Sachen eben danach. Ne? Wochenfluss, also ich sag's, wie es ist, ihr blutet wie ein abgestochenes Schwein. Das ist einfach so. Das ist, ja, obwohl es bei mir aktuell etwas nachlässt, da müssen wir halt schauen, weil der Wochenfluss, der muss fließen, der muss mindestens 4 Wochen muss der fließen, weil eure Gebärmutter hat 10 Monate ein Baby in sich gehabt und jetzt die ganze Scheiße sozusagen muss ja da raus. Also die ganze, das ist ja eine Riesenwunde sozusagen in der Gebärmutter und das muss ja alles rausfließen. Also das ganze Überbleibsel, ne, das muss ja alles raus, sonst würdet ihr ausgeschabt werden müssen. Und wenn ihr keinen Wochenfluss mehr habt und ihr freut euch darüber, yay, ich habe keinen Wochenfluss mehr und der ist nach 2 Wochen weg, dann würde ich dringend einen Arzt aufsuchen, weil wenn sich das entzündet da innen drin, in eurer Gebärmutter, dann habt ihr ein Problem. Wenn das wirklich richtig schlimm kommt, dann müssten die euch sogar die Gebärmutter rausnehmen. Das nur mal vorab. Deswegen achtet darauf. Ach, ja. Der Wochenfluss ist nicht wie die Menstruation. Nee, das ist nicht zu vergleichen mit einer Menstruation. Auch wenn ihr eine starke Menstruation habt. Das ist, ihr steht auf und es läuft. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Das könnt ihr auch so auch nicht. Aber das ist abnormal. Ja, das ist sehr viel Blut. Ja, also es ist wirklich, als wenn ihr so eine Waschschüssel auskippt teilweise. Also das ist echt. Und ihr dürft auch keine Tampons benutzen. Ihr dürft, was wahrscheinlich die wenigsten darauf Bock haben werden,
Wahrscheinlich gibt es welche, aber kein Geschlechtsverkehr. Nope, das geht gar nicht, weil hochinfektiös das Ganze. Und baden auch nicht. Also die drei Sachen, genau, das war's. Die dürft ihr nicht verwenden, ihr braucht dann so riesen Surfbretteinlagen. Gut, das dazu. Geburt zu Ende, Kind da, alles gut. Ich muss mich beeilen, mein Akku macht nämlich gleich die Biege. Und ja, soweit zu meinem Geburtsbericht. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, trage ich das nochmal nach. Wochenbett ist soweit in Ordnung. Da mache ich nochmal ein extra Video von Wochenbett zu Hause, erste Woche. Das mache ich dann nochmal. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell den Kleinen. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Der liegt da und macht Haier. Super. So, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir haben es jetzt kurz vor 5 und ja, am Montag werde ich entlassen. Und dann gucken wir mal, wie es zu Hause läuft. Es ist jetzt der erste Tag nach der Geburt, wie gesagt, und ich finde, ich sehe doch schon ganz passabel wieder aus, oder? Ja, alles klar. Hast du noch was zu sagen? Nein. Das war's. Alles klar. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.